Hi Leute, heute geht's mal um ein Radio und ich will euch mal erklären, wie ein FM-Radio funktioniert. Dazu habe ich jetzt schon mal was aufgezeichnet. Bei der Antenne, da kommen, sagen wir mal, 100 MHz rein. Ich habe hier einen Sender aufgebaut, der auf 100 MHz sendet. Der wird gemischt mit 110,7 MHz oder 89,3. Meistens wird mit höheren Frequenzen gemischt, mit 110,7 dann. Dann ist die Frequenz auch 100 MHz und plus 110,7 Hz auf höher, also quasi auf, dann kommt die Summe und Differenz raus. Und im Endeffekt, die Differenz von 100 zu 110,7 wäre 10,7 MHz, das wird gefiltert, demoduliert und weiter versteckt auf dem Lautsprecher. Ich habe jetzt das Radio mal auf 100 MHz gestellt und sende auf 100 MHz mit dem SOP2 was. Und das kann man hier empfangen. 100 MHz. Ich empfange es aber auch auf 89,3. Empfange ich es auch. Es ist ja direkt gerade zu Ende. Und auf 110,7 habe ich einen Lokaloszillator von dem. Wenn der auf 100 MHz ist, dann schwimmt der auf 110,7. Ich kann den verstellen mal. Wenn ich ihn verstelle, sind er, oder ich kann auch ausschalten, wieder einschalten. Schalten mal aus. Und wieder ein. Okay. Der Scanner hat auch so eine 10,7 ZF. Daher spielt der Sender da rein. Aber das Radio hat eine ZF von 10,7. Und auf 89,3 empfange ich ihn auch. Und auf 10,7, die ZF-Frequenz, müsste ich ihn auch empfangen. Oder 10,65. Ich glaube, die stimmt nicht ganz. Auf 10,65 ist der. Ja. Auf 10,65 empfange ich meinen 100 MHz UKW-Sender auch. Schalte ich das Radio aus allerdings, ist da gar nichts mehr. Also schalte ich das Radio aus, ist da gar nichts mehr. Schalte ich es wieder ein, habe ich auf 10,65. Und das ist das, was das Radio hier durch den Filter filtert, dann durch den Demodulator demoduliert und auf dem Lautsprecher ausgibt. Ja, okay, dann ist es eigentlich 110,65. Dann hat ihr Radio eine ZF von 10,65 MHz. Und der Lokaloszillator schwingt um 10,65 MHz über der Empfangsfrequenz, die erst dann gemischt wird. Dazu das Nordmandy-Radio, das empfängt den auf 100 MHz auch ganz gut, von der Qualität her sogar noch besser. Und wenn ich da jetzt mit Scanner gucke, auf 110,6 habe ich auch meinen Träger. Wenn ich hier den Sender verstelle, merkt man schon, dass der Lokaloszillator von dem Radio auf 110,6 schwingt. Und auf 10,6, das wäre das Signal, das aus dem Mischer rauskommt, empfange ich den Radiosender. Ich empfange hier jetzt mit dem Scanner genau das gleiche wie das vom Radio. Wenn ich die Frequenz vom Radio verstellen würde, habe ich genau das gleiche wie das, was der Radio macht. Ich empfange die ZF-Frequenz und der Scanner tut die auf 10,6 dann demodulieren. Und man kann mit dem Radio dann die Frequenz verstellen. Jo, okay. Senden tue ich dann mit dem SOP2-Sender. SOP2-UKW-Sender einfach. Das gleiche gilt auch für Kurzwelle, nur bei Kurzwelle ist die Zwischenfrequenz 460 kHz. Da schwingt der Sender 460 kHz oberhalb der Empfangsfrequenz und es wird dann durch einen 460 kHz Filter, so einen Spulenfilter gefiltert. Bei dem Radio ist es ein Keramikfilter und dann demoduliert und empfangen. Wenn ich auf Kurzwelle bin, hier. Ja gut, die Kamera wollen wieder nicht aufstellen. Jetzt. Geht ganz gut. Okay.